Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play. DayZ Standalone Alpha Early Access. Und wir spielen es mit dem Luca und mir. Hey! Ihr Nutte. So, für alle, die DayZ damals mal gespielt haben. Jetzt ist es irgendwie komisch. Derb verbuggt. Jetzt ist es die allerendige Version. Und Alter. Frames Mega geht gar nicht klar. Buggy. Ich hab. Was ist das? Handschuhe gefunden. Eine Hose. Okay, jetzt habe ich irgendwie 40 Frames, aber geht gar nicht klar. Richtig wenig Frames. Aber naja. Das werde ich nicht mit deinen 30 da. Ich hänge wahrscheinlich mit 12 oder so. Oder mit 10. Ja, kann auch sein. Ja, was gibt's Neues? Alles. Ich finde keine Waffen. Ich. Was ist denn das? Ups. So, dann würde ich mal sagen, Match. Wenn du jetzt ans Meer gehst, kurz mal. Ja. Bei mir ist kein Meer. Spring drüber. Kann ich über Rohre springen? Ja, weißt du, das ist scheiße, wer? Weißt du, wenn ich jetzt sag, ich gehe nach, ich gehe mit dem Meer nach, das links von mir ist. Und du sagst, ich gehe mit mehr nach rechts, damit wir uns treffen, aber eigentlich gehen wir in die falsche Richtung. Weg, okay. Drück mal V einfach so. Bist du Bunnyhopper? Nur der Sidekick. Ja, yep, und ich hänge bodenfest. Hammergeil. Der gute alte Sidekick? Oh ja, wunderbar. Aber der ist nicht mehr so animiert wie früher. Ich fand den früher geiler. Ich hab wirklich keine Ahnung, wo ich bin. Steig doch da drauf. Komm mal so. Okay. Nicht die Nerven verlieren, Nico. Wir finden einfach den Weg. Ah, schön. Das ist ein See. So. Öffnen. Komm schon, irgendwas Brauchbares. Kann man nicht aufmachen. Komm schon, lass das ein See sein. Lass das ein See sein. Und hier ist. Oh, hier ist ein See. Kann man Kühlschränke aufmachen? Nein, das war die Tür. Okay, hier ist nix. Ah, da hinten sieht's aus, nur nach vorne. Laufschlampe. Joa. Aber ich find's sieht schöner aus als vorher, auf jeden Fall. Kann es sein, dass gerade langsam Nacht wird? Nee, die sind nach Echtzeit eingestellt. Was merkwürdig ist, weil bei uns ist es schon richtig dunkel. Ah, da hinten sind da Baracken. Hä? Huh? Das Baracken? Nee, ist ein Häuschen. Da hinten ist eine Fabrik. Ich glaube, also es steht auch nicht mehr da irgendwie, wo man spawnt, beziehungsweise. Ja, diese Infos nicht. Stehen aber nicht mehr da. Das heißt, man ist scheiße. Krass auf sich allein gewiesen und muss einfach hoffen, dass man den richtigen Weg nimmt. Das Lustige ist, ich habe noch keinen anderen Spieler gesehen. Ja, wir sind auch mit 15 Spielern hier. Das stimmt. Spring! Alter. Weißt du, ich spring einmal kurz und erst mein Frame-Einbruch. Wie springt man nochmal? V. Achso, das. Aber man kann jetzt in alle Häuser reingehen, das ist geil. Ich laufe gerade an der Straße lang. Wenn du so Rohrleitungen siehst, da in der Nähe bin ich. Wenn du sollst da hochspringen, du scheiß Spieler. Spring! Springen ist witzig, wenn du rennst. Das war vollkommen realistisch. Ich bin jetzt, glaube ich, durch ein durch Holzdinger gelitscht. Ah, hier sind Schienen. Und da ist ein Zombie. Mir sind keine Schienen. Okay, ich glaube, der hat mich gesehen. Ich habe jetzt voll die hohe Range. Okay, ich würde sagen, also, wenn wir uns treffen, nehme ich Freunde mit. Hier ist ein kleiner Bauernhof. Alter. Frames gehen mal so in den Keller. Ah, hier, ich gehe nach Kamenka. Ich habe ein Ortsschild gefunden. Okay. Wo bist du? Warte, wo war Kamenka? Weiß ich nicht. Wo war Kamenka nochmal? Kamenka. Weißt du das noch? Nee. Kamenka. Ey, die rennen jetzt übrigens, glaube ich, auch in Häusern und so, ne? Die Zombies? Ja. Ist hier nicht eine Scheune? Kann sein, ja. Okay, warte, ich laufe jetzt mit dem Meer. Oh mein Gott, Minka. Alter, nee, ist kein Meer. Ich kann mich nicht am Meer orientieren.
kannst du ganz schnell nachgucken, wo Kamenka liegt. Ja. Weil ich will wissen, wo ich lang gehe, um beispielsweise nach Tscherno zu kommen. Ich öffne gerade getarnt meinen Laptop, um danach zu schauen. So. Da. Hab ich ja noch Freunde hinter mir. Einen so, habe ich hinter mir. Okay, gib uns ja. Wenn ich also einen Box-Battle mache, dann verrecke ich sofort. Daisy stand alone. Ach verdammt, Chernobyl ist nicht da. Alter, wenn wir Daisy spielen. Also die neuen Maps haben sie voll geil gemacht. Cabaninho, wo ist, oh, wo ist Kamenka? Ich bin gerade am Schauen. Öffne den Scheiß. I'm thirsty, ja. Ja, Chernobyl. Kamenka war ganz links. Hm? Ich glaube, Kamenka war ganz links. Ich weiß nicht, gib's mal kurz ein. So, Kamenka. Elektro. Alter, wenn du mir sagst, dass ich den ganzen Scheiß. Ja, Kamenka war ganz links. Dann kommt erst kommt Kamenka, dann Komarovo, dann Baluta und dann Tscherno. Die ganzen. Warte mal kurz, ich muss kurz zoomen. Wo hab ich denn zu beiden geguckt? Boah, Alter. Zoom da jetzt halt. Ey, du kleiner Scheiß-PC. Nee! Nee, das ist nicht dein Ernst. Wenn ich da lang laufen muss, ich mit dem Meer, das Meer muss rechts von mir sein. Ja. Oh, nee, willst du mich fahren? Also bist du in die falsche Richtung gelaufen? Ja, erstmal in die falsche Richtung laufen. Wunderbar. Ich glaube, wir machen bei Daisy die halbe Stunde Folgen, weil sonst kotzt man sich da ins Hemd. Also ins Hemd kotzen. Ach so. So, wenn wir sagen, da hinten ist, glaube ich, das Meer. Wenn nicht, dann, shit. Unser geiler Freund hier rennt. Ja, das ist das Meer. Gut. Das heißt, boah, Alter, weißt du, nee, die hätte mich nicht irgendwie an gebescheiden Ort spawnen können. Nein. Ah, warte mal, nee, ich bin, das war ein Ortsschild zu Kamenka. Ich bin gar nicht in Kamenka, ich bin auf dem Weg zu Kamenka. Also ich bin jetzt in Komarovo. Schon mal einen Schritt weiter. Umdrehen. Ja, ja. Oder? Bin ich vielleicht auch in Tscherno schon? Ich glaube, weil ich den Weg entlang. Ich glaube, such du mal nach einem Straßenschild, ob du was findest. Bin dabei. Ja, Marcel wird wohl nicht Daisy mitspielen, weil, Ja, sein PC ist gerade kaputt. Er hat auch kein Headset. So. Wo ist denn Okta Hopka? Okta, was? Junge, du sollst weniger mit Oktopussen spielen. Das sieht mir schwer nach dem Alter, ein kaputter Bus. Also ich weiß nicht, was der hier zu tun hat, aber er küsst den Boden. Alles klar, läuft bei ihm. Und er hat nichts. Da ist ein Haus. Lass mal reingehen, testen wir mal. Ich will mal wissen, wie krass die Frames in den Keller gehen, wenn ich in ein Haus reingehe. Geht sogar noch. Okay, geht doch nicht mehr. Tür geht nicht auf, Tür geht auch nicht auf. Da geht's rein. Ach, weißt du noch unsere schöne Suche mit Marcel nach dem Airfield? Ja. Was ist das? Da schwebt eine Dose in der Luft. Kann sie aber nicht nehmen. Los, Tür, öffne dich. Okay. Ich box dich weg. Da oben ist was. Da oben ist was. Gehen gucken. Na? Nee, es ist nichts. Toll. Erstes Haus. Bullshit. Ja, das ist dieser Vorstart. Das ist, ich glaube, ich bin in Baluta. Mal gucke, hier. Scheiße, jetzt nicht so aus wie Auto laufen. Ja, das wäre richtig geil. Gab's das in Daisy nicht? Nee. Schade. Wäre ultra angenehm. Du kannst ja irgendwas auf die Taste legen. Ja, kann Baracken? Ich. Nee, doch. Alter, das sind Hochhäuser, glaube ich. 6 Hochhäuser.
Okay. Ich gehe jetzt mal einfach in die Richtung von denen. Weißt du, da wo die Berge sind, weiß ich ja, dass ich da... Ich muss mit den Bergen... Ja, ich habe ein Flugfeld gefunden. Ein Airfield. Ja, das heißt Flugfeld, ne? Ja, das ist halt das beim Dingens bei... Ja, das ist bei Balota? Nee, doch? Ja, doch. Ich hab mein Laptop jetzt nebendran an und Alter, ich hoffe, ich finde irgendwas Gescheites. Ich habe jetzt eine Schaufel und eine Axt und einen Rucksack und einen Motorradhelm. Okay, ich hab... eine Taschenlampe. Zählt es auch? Das ist super. Einmal nix. Liegt da was? Hier liegt... Licht. Wow. Mega geil. I feel like having a drink. Ich hab nichts zu trinken, du Arschloch. Ja, bei mir auch so. Ah ja, es gibt Desinfektionsmittel. Trink's nicht. Stirbt man denn? Du musst dann kotzen. Oh, geil. Sieht man das? Kotzt du jetzt nicht, aber ich glaube, du siehst, wie der einen abreiert. Da ist was. So. Ja. Scheiß drauf, zieh dir alles rein. Irgendwie fand ich das damals lustiger. Ich habe ein US Assault West Khaki, da kann ich Sachen reinmachen. Hunting Khaki. Backpack, da kann ich Sachen reinmachen. Alter, voll geil. Okay, und was ist das? Eine Kartoffel? Ein US Assault West Khaki. Rotten Kiwi. Eine verschimmelte Kiwi. Ja, Mann, ich nehme die einfach mal mit. Ah, ich habe eine Waffe. Okay. Ich habe einen Schraubenschlüssel als Waffe. Ja, Mann, gib ihm. Du musst nicht mal mehr nachladen, um die Waffe zu benutzen. Die Nahkampfwaffe. Okay, jetzt geht's auf einmal mit der Maussteuerung. Aber zum Beispiel auf der Treppe hat er gar keinen Bock. Okay, weißt du, ich bin jetzt mega glücklich. Ich hab ein Backpack, ich hab eine Schutzausrüstung. Was für eine Schutzausrüstung? Eine Schutzweste. Okay, nice. Und die hat auch nochmal Taschen, um irgendwas reinzuklatschen. Ich hab jetzt zum Beispiel... Okay. Was heißt das da? 100% remaining. Eine verrottete Kiwi. Lecker. Ich hab noch einen verrotteten Pfirsich. Kombinieren wir dann zu einer... Kiwi? Irgendwie sowas. Oh, ein Helikopter. Nicht. Nicht geil, ne? Nee. Was ist denn das da hinten? Das sind so 5 Türme oder 6 Türme. Siehst du die auch? Nee, du bist gar nicht bei mir, gell? Nee. Ja, okay. Dann siehst du sie nicht. Gut, ich würde sagen, ich gehe da einfach erstmal in die Feuerwache rein. Ja, komm, leg deine Waffe wieder weg. Warst du jetzt schon auf dem Flug, auf dem Airfeld? Ich bin immer noch. Okay. Ich lass alles mitgehen. Ist das eine Banane? Er muss da richtig, richtig ganz knapp hier drauf zielen, damit er das nimmt. Ja, ich weiß. Kannst aber auch auf Tab drücken und dann steht alles da, was in der Nähe liegt. Tab? Ah, okay, das ist einfacher. Da kann man es ja rüberziehen, ne? Okay, ich bin auf diesem Kommandoturm, kennst du ja. Ja. Airfield Kommandoturm, da bin ich gerade drin gewesen. Okay, ist nix. Dann würde ich sagen, 5 Hochreiser oder was da. Ich will wissen, was das da hinten ist. Ich habe keine Ahnung. Das will ich erforschen. Komm mal einfach zu mir, okay? Ja, witzig. Ich weiß nicht mehr, wo ich bin. Ja, dann... Lauf hier irgendwo durch die Walachei. So, da hinten sind Hochhäuser. Also wenn du fünf so Türme oder sowas ähnliches in der Ferne siehst, geh mal hin. Oder 6 Türme. Jo, sehe ich aber nicht. Hast du Render Distance Far? Achso, die müsste bei dir... Ja, ne. Render Distance Far. Ich hab sie aber deutlich niedrig, glaube ich. Was ist denn das? Das sieht richtig krass aus. Soll ich dir schnell ein Bild auf WhatsApp machen? Kannst du machen. Musst du halt auf deinem Handy kurz gucken. Ich will erstmal wissen, wo ich bin. Ah, sieht man nicht mehr so gut. Ja, jetzt ist der Wald davor. Ja, komm. War da was? Nee. Lauf, Junge, lauf. Er hat Durst, kriegst du aber nicht.
Ich fand's damals halt cool, dass du relativ schnell Waffen gefunden hast, also halt Schutzwaffen. Ja, das wird aber eh noch gepatcht werden müssen. So, vor mir müsste sich jetzt... Das sind richtig geile, fette Türme. Gleich kriegst du ein Bild auf WhatsApp. So. Aber ich finde, die Umgebung sieht halt echt geil aus. Also im Vergleich zu vorher. Vorher war es ja immer nur so Texturen, so wirklich so... Nicht mal 3D-Texturen. Und jetzt... Doch. Es gab einige Texturen, die waren nur so flach wie in Minecraft. Einmal nur eine Ecke. Ich hab voll Bock auf Minecraft. Ja, ich auch. Julian ist nicht da. Der Mongo. Alter Vater. Warte, ich mach dir kurz ein Bild. So. Also nicht mal das letzte Bild ist bei mir angekommen. So, ja, ich hab das ja nicht geschickt. Das sind so, Zementhäuser. Also aber so Barack, also richtig dicke Häuser. Asylantenheime, Krotzinger Straße. Ja, Alter, das ist eine richtig dicke Stadt. Ich bin dann womöglich in Dubkai oder wie das heißt. Guck auf der DayZ Map, Alter Vater. Ich könnte mich ja daran orientieren, wenn ich wüsste, wo ich bin. Und man kann in jedes scheiß fucking Haus reingehen. Ah, Leiter hochsteigen. Da würde ich jetzt mal grob sagen, wenn ich da hochsteige und weiter hochsteige, falle ich runter und sterbe. Okay, ich bin jetzt irgendwo. Gut, ich würde sagen, wir testen es einfach mal. Hab noch eine Kirche gefunden. Ah. Und ein Elektrizitätswerk. Also ich check gerade so ein Riesenhaus. My stomach grumble, lerne es, was du Affe. Was ist das? Zeig her. Morphin, Autoinjektor. Ja, Mann. Alter. Luca, warte, ich mach dir noch mal ein kleines Bildchen. Das ist echt, also es sieht echt nice aus. Gesehen? Mhm. Oh, ja. Gibt. Nice. Da ist noch was. Nein! Okay. Ich bin gerade vom Balkon runtergesprungen. So? Ich bin irgendwie auch gelandet und nichts passiert. Ich laufe einfach mal weiter. Da muss ich sagen, das ist der erste DayZ-Bug, der für mich positiv ausgefallen ist. Ich schlag gerade auf ein Stromwerk ein und ich bin nicht gestorben. Ich bin fern aller Zivilisation. Okay, so kann man es also ein... Alter, hier sind voll viele Häuser. Ich hab keinen Bock da jetzt allein reinzugehen, das ist eine richtige Stadt. Eine Geisterstadt. Alter. Ich wollte gerade sagen, war das bei dir? Ich bin am DayZ zocken, ne? Mhm. Kopfhörer auf und auf einmal klingelt. Ihr Huren, Alter, ich will die Tür aufmachen. Alles klar. Ja, ich würde sagen... Der war scheiße. Es gibt hier halt einmal nix. So ein Fahrrad wäre schon richtig cool. Aber nee. Wir gehen nochmal in ein Haus rein. Wenn ich nochmal vom Balkon runterspringe, dann ist halt... Vielleicht ist unten direkt auch was. Ach, das ist die Leiter, die wir hochgestiegen sind. Ja, sah voll realistisch aus von außen. Ne? So, meine DayZ-Puppe redet mit mir. Was sagt die dir? My mouth tastes funny. Ah ja, das ist, wenn du zu viel Hunger hast oder irgendwie sowas, wenn du krank bist. Nee, ich habe irgendwas Verrottes gegessen. Ach so, ja, dann musst du danach kotzen gleich. Echt? Womöglich. Freust du dich schon? Oh ja. I feel like having a drink. Ja, finde halt einen Spasti. Ich kletter jetzt mal auf das Haus drauf, vielleicht ist es wie ein, eine Tür ist das.
wie in der Schule, dass da auf dem Dach halt irgendwas Gescheites ist. Ui, hier ist ein Gummistiefel. Boah, zieh dir mal an. So, dann, oh komm, untersuchen wir mal kurz dieses Zimmer hier. Voll geil. Hier ist ein Telefon. Glaubst du, ich kann dich wieder anrufen?